schuld an allem. Sie ist auch schuld an deiner Misere mit Alex. Du bist so ein Arschloch. Rennst du deshalb Jungs hinterher, von denen du der Vater sein könntest? Komm. Was soll ich dir ins Hemd schmieren? Willst du nicht, oder? Die Liebe, das ist nichts als eine trügerische Fata Morgana, aber die spornt uns an. Sie befähigt uns zu den kühnsten schöpferischen Leistungen. Der Zustand Ihrer Mutter ist stabil, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Aber in Zukunft wird sie sicherlich Betreuung brauchen. Kannst ruhig festern, richtig schrubben. Oh, Entschuldigung. Oh, Mama. Ist nichts passiert. Ja, nein, du bist unmöglich. Wie kommst du jetzt zur Physiotherapie? Wer fährt dich zu der Frau Doktor, Mama? Hallo, wir reden mit dir. Raus jetzt, hau ab! Du auch, raus hier! Ich habe das Gefühl, ich hätte was gut zu machen. Das habe ich auch. Aber ich kann sie doch nicht zu mir nehmen, das geht doch nicht. Fräulein Rosi, darf ich Sie zu einem Kaffee einladen?